Zeit, ich weiß, du kriegst jetzt schon Arsch auf Gründe. Vor einigen Jahren waren wir in Los Angeles. Wirklich, ich gehe hier gleich essen. Das wird auch nicht viel helfen. In Los Angeles. Und wir sind ja beide Fans von so einer Glam-Rock-Band, die heißt Steel Panther. Es ist halt so ein bisschen übertrieben. Die hatte ich letztes Mal verkruselt. Sie machen Texte hin oder her, einfach gute Mucke. Ja. Und es macht unglaublich viel Spaß und ist auch sehr humorvoll alles gemeint. Und wir hatten das Album halt so rauf und runter auf Tour gehört, dann waren wir Los Angeles. Und die treten ja da wöchentlich in House of Blues auf, das wusste ich. Und habe gesagt, ja komm, heute Abend. Steel Panther, Jörg natürlich sofort dabei. Also. Dann sind wir abends noch mit ein paar Bekannten was essen gegangen und haben gesagt, hör mal, habt ihr nicht Lust mitzukommen? Dann sind wir zum House of Blues gegangen, stand 10 Uhr geht die Show los. Das wussten wir natürlich nicht bei Klassik, wenn es um 10 Uhr losgeht oder bei mir, dann geht es auch um 10 Uhr los. Und dann kam erstmal die Vorband und gesagt, okay, trinken wir ein bisschen was. Und Jörg dann so, ja komm, we are from Germany, I don't give a fuck, Jägermeister. Interessant, Jörg. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich glaube, die Band hat keinen Song von der Band wirklich mitbekommen. Wir gingen nämlich jetzt so gegen 1 Uhr auf die Bühne. Ich erinnere mich allerdings auch nur an 2 Stücke. Allerdings irgendwann mal so nach dem ersten Stück versuche ich mich umzudrehen und versuche Jörg zu finden. Der hatte dann in Polnisch schon gemacht. Gut, ich habe gedacht, okay, den Abend lässt noch ein bisschen mehr ausklingen. Irgendwann mal dann natürlich auch nach Hause. Dann rufst du morgen früh an. Jetzt muss man fairerweise sagen, Jörg ist echt früh aufsteher. Da bin ich entspannt. Ich gehe dann so abends, waren im London Hotel, da haben die einen wunderschönen Pool oben drin, habe gesagt, ich gehe dann so gegen 12 Uhr am nächsten Tag, stehe ich auf, gehe nach oben in den Pool, denke, da ist Jörg schon längst da, hat schon Fitness gemacht, steht dann irgendwie da und sagt, okay, warum schläfst du wieder so lange? Kein Jörg im Licht. Ich warte halt so 2-3 Stunden, es ist so um 3-4 Uhr, mein Manager damals noch aus London sitzt schon da, ich rufe auf dem Zimmer an, ich denke, mir ist schnell, was passiert, ich klopfe an der Türe, gehe wieder hoch, rufe ihn bestimmt 5-6 Mal auf seinem Handy an. Nix. Jörg ist sozusagen verschollen. Dann irgendwann mal, fängt schon an die Sonne runterzugehen, 6 Uhr nachmittags, kommt er, also wirklich sein Gesicht nicht wieder zu erkennen, ganz viele Falten auf dem Gesicht. So nach oben. Jetzt muss man wissen, Jörg hat eine Affinität zu Chips. Besonders wenn er besoffen ist. Dann ist der Kollege von einer Chips-Tüte eingeschlafen. Und dann hast du gerade noch zum Pool geschafft. Ich hab gesagt, geh erst mal eine Runde schwimmen. Ne? Es war mir ein Fest. Was man nicht so alles erlebt. Ne? Ich stelle kurz andere Frage und dann die nächste Anekdote. Habt ihr Angst, dass er mich nachher verprügelt? Insofern. Nein, weil Stichwort Jörg, habt ihr schon mal jemanden vom Bord geschmissen? Kann das vorkommen hier auf dem Schiff? Kann schon vorkommen, ja. Selten, Gott sei Dank, aber ja, man guckt ja nicht in die Menschen rein. Es gibt auch Menschen, die sich, sagen wir mal, nicht so gut benehmen können